Ja, hallo liebe Leute, grüßt euch, servus hier auf dem Kanal vom PvP OK. Ja, mir ist es hier ganz schön arg zugegangen. Ihr könnt euch vielleicht noch entsinnen an unser Sniper Elite 4, und zwar die Mission Magazone Teil 1. Ja, jetzt möchten wir eigentlich hier nahtlos weitermachen. Im Teil 2. Dazu ist es aber erst einmal notwendig, dass ich mich hier etwas regeneriere. Denn die haben mir hier also ganz schön zugesetzt. War also hier ein harter Kampf. Und ich glaube, ich werde mich jetzt hier erst einmal verpieseln. Und werde Munition einsammeln, soweit wie vorhanden. Und die hatte ich, glaube ich, schon einmal gelootet. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also viel habe ich hier nicht mehr, was ich erwarten kann. Dann werden wir uns halt vielleicht dort erst einmal etwas heilen. Das wäre vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Naja, legen wir uns erst einmal ein wenig auf den Bauch in den Dreck. Schauen wir halt ganz einfach mal. Ich habe also noch einmal einen Medikit. Den können wir uns reinpfeifen. Ja, er hat keine Munition. Okay, ja, ich ja auch nicht, ne? Ich ja auch nicht. Ich auch keine Munition. So, was laufen die jetzt noch rum? Okay, so weit sind die auch. Na gut, dann werden wir jetzt hier rauslaufen. Zeit, die Sache zu beenden. Entschuldigen, ich habe jetzt eine etwas längere Pause angelegt. Aber da habt ihr wenigstens ein bisschen was zum Lachen, den ich gerade, ne? Aber der traut sich natürlich jetzt nicht hervor, ist ja logisch. Ich muss meinen Rüssel auch da nicht in den Felsen vorstrecken. Aber wieso ich jetzt so daneben gebracht habe? Bleiben dort unten die zwei, und der mag da nicht raus, wie es ausschaut. Ja, der traut sich nicht. Okay, also wenn der sich nicht traut, kaum noch Munition. Wieder nicht getroffen.
Rüstung. Ohne Munition ist nicht los. Kennt ihr ja selber. Sonst nichts. Rück verdammt nochmal zurück! Tötet dich! Das war nicht gut hier. Nimm seine Position ein! Ich kann ihn sehen! Das ist alles. Der Maus momentan nicht zurecht. Ich hab immer wieder noch ein Maus. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Das
Das war die Chance von mir. Ich bin doch kein Trollkopf. Ich aber auch. Ja, das gibt's nicht. Ich schäme mich ja schon langsam. Das kann nicht sein, so. Rucksackladungen am Fuß würden sie zerstören, aber das würde ungewollte Aufmerksamkeit erregen. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Der schätzt immer. Also wissen Sie da gar nichts, der schätzt. Dieses dumme Boot. Wie kann man da nur 20 Schuss draufsammeln und trifft den Tank nicht? Also das verstehe ich nicht. Aber ich glaube, ich habe die Maus zu schnell eingestellt. Wahrscheinlich der Blut sein. Naja, irgendein Blut muss man ja immer finden. Mehr finde ich nicht. Irgendeine Ausrede braucht der Mensch immer, warum ich immer nicht tue. So, wo ist jetzt das? Das ist ein Geschichtchen. Die schießen immer noch von hinten auf das Wrack. Ja, ja. Okay, freuen Sie sich. Sehen, ob ich die Arbeit des Kontrolloffiziers ein wenig interessanter machen kann.
Attacke, wenn ich gar nicht treffe. Wieder. Jetzt habe ich glaube ich keine Munition mehr. Lassen wir jetzt das Boot mal tot sein. Das werden wir dann später auch noch irgendwann mal bekommen. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, also es ist schlimm. Das ist echt schlimm. Kann doch nicht Warzenschwein sein. Was ist denn los mit mir? Kennen. Außerdem da hinten. Langsam kommen wir, glaube ich, wieder rein in das Spielchen hier. Deckt euch. Habt ihr recht. Ich will mich auch verstecken. Okay, aber wir fühlten keine Gefahr. Also von der Seite her könnte man die jetzt erst einmal da in Ruhe lassen. Das jetzt hier in die Luft jagen. Ist das irgendwelche Auswirkungen? Nein, das nicht. Okay, die kommen dann also auch nicht vor. Gut. Jo, dann gehen wir halt wieder hier rüber.
dann müssen wir halt das zerstören, ne? Wenn die das so wollen. Dann machen wir noch einen Zweizug daran. Und dann werden wir zu springen. Dann werden wir die nächsten hier platzieren. Aber an den ja gut, es gibt da noch gleich zwei Zünder. So, was gibt es denn hier? Und noch eins. Nur sauber. Dann haben die aber wahnsinnig Schütze aufgebaut. Dann bringen wir das auch noch in die Luft. Jetzt haben wir bald eine halbe Stunde rum. Ein paar Minuten können wir schon noch machen. Wir haben natürlich wieder nirgends was Rotes aus. Das Gerüst sieht nicht sehr stabil aus. Zeit da rausgeschaut. Du rennst du denn rum? Böses Faul von dir. Da oben ist auch. Scharfschütze. Dann noch mal der Break und dann das hat er noch mal. Sehr gut, liebe Leute, würde ich mal sagen. Die loot ich dann nachher. Ja, wir haben jetzt also die halbe Stunde fast rum. Das soll erst einmal lange, ne? Vor allen Dingen muss ich mich jetzt erst einmal mit meiner Maus beschäftigen. Die ist irgendwie, ist die zu schnell eingestellt. Aber das werden wir in den Griff kriegen. Ups, jetzt bin ich noch eine Stornade in dem Ding. Den werden wir hier noch eliminieren müssen. Schaltet ihn aus! Eliminieren. Oh. Okay.
Okay, also gut, das war's. Das war der positive Online. Und dann kommen die welche. Zack, gibt's sie wen? Ja, wo kommen sie denn alle her? Mann. Ich muss aufmachen! Gib mir Deckung! Weg! Na komm, steh auf. Sache von vorne wieder angehen und dann verstecken wir uns jetzt erst einmal, ne? So, okay, also Leute, ich mache einen Break und es geht dann wieder nahtlos weiter im dritten Teil von dem Spiel Sniper Elite 4 Zone Teil 3 wird es dann, ne? Okay, also bis nachher, da lade ich euch dann wieder herzlichst ein. Also, denkt an ein Like, schreibt einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat. Und dann sage ich Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP, okay.